mach mir doch mal eine die Tür auf. Moritz, komm. Also, Mutter, ich habe überall Zettel angebracht, damit nichts schiefgehen kann. Moritz! Gleich! Lass doch den Jungen. Ich komme ja schon. Ha? Und vor allem, vergiss bitte nie die Schlüssel im Haus. Du weißt, dass du da nicht mehr reinkommst. Und schließ zweimal ab, hörst du? Zweimal. Ja, das mache ich doch immer. Danke. Ach, und bitte fass den Anrufbeantworter nicht an, ja? Ich höre den jeden Tag ferner. Das Beste wäre, wenn du in der Zeit überhaupt nicht ans Telefon gehst. Ich habe dir einen Zettel gemacht, wo wir zu erreichen sind, und einen zweiten mit allen Nummern für den Notfall. Und lass vor allem keine fremden Leute ins Haus, also Handelsvertreter oder so, ja? Du tust wirklich gerade so, als ob ihr ein halbes Jahr verreist. In 3 Tagen kann genug passieren. Ach ja, der Boiler. Dreh unter gar keinen Umständen am Thermostaten rum. Nein, kann ich gar nicht. Da komme ich überhaupt nicht ran. Ach, mein Junge, amüsier du dich wenigstens und lass dich von deinen Eltern nicht zu sehr rumkommandieren. Ja, danke. Sollte der Zeitungsfritze kassieren kommen, es ist Geld im Küchenportemonnaie. Ach, und die Jalousien müssen jeden Abend ganz runtergelassen werden. Aber das weißt du ja. Das kann man wohl sagen. Ich wohne nämlich in diesem Hause etwas länger als du. Wie wirst du das ohne uns überhaupt aushalten, Oma? Ja, das frage ich mich auch. Aber du kannst ruhig bleiben. Herr Schlenske, hier spricht Frau Schubert. Die sind weg, Sie können kommen. Ja, bis gleich. Oh. Paulchen, es geht los. Da wirst du es besser haben. Und viel, viel ruhiger. Komm, mein Schatz. Ich komme gleich. Ja, mein Schatz. Gleich bist du erlöst. Warte. So. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ein kleines Kind wurde ich von denen behandelt. Höchste Zeit, dass ich ausgezogen bin. Und Sie haben wirklich niemandem vorher Bescheid gesagt? Hören Sie, wenn meine Tochter geahnt hätte, was ich vorhabe, na, die hätte mich ja glatt entmündigen lassen. Nein, 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 die sollen mal sehen, wie gut ich alleine aus. Komm, was ist denn das? Ach Gott, die alten Mieter sind ja noch nicht mal ausgezogen. Na, und ich das Haus besichtigt habe, war es doch leer. Hupen Sie mal, damit der Wagen wegfährt. Das ist doch eine Unverschämtheit. Sind Sie sicher, dass Sie das... Sie sollen nicht so viel reden. Hupen Sie, ja? Na, lauter. Lauter? Sie hupen jetzt so lange, bis dieser Wagen wegfährt. Und ich steige aus und sehe nach, was da los ist. Komm, Paulchen. So, danke schön. So, Paulchen, nun komm. Hupen Sie. Ja, mein Schatz. Sind Sie noch ganz dicht? Was soll der Krach? Sagen Sie mal, was machen Sie hier in meinem Haus? In Ihrem Haus? Der Esstisch kommt unten ins Erkerzimmer. Nein, der Esstisch kommt nirgendwo hin. Und Sie verschwinden ganz schnell aus meinem Haus. Sonst rufe ich die Polizei. Und Sie fahren Ihren Wagen ganz schnell weg. Nicht, dass Sie denken, ich würde eine so reizende ältere Dame wie Sie über den Tisch ziehen wollen. Kleinen Moment. Hier, bitte sehr, ein gültiger Mietvertrag auf den 1. Mai, 3.500 Mark im Monat, unterschrieben von J. Rasch, Makler. Außerdem habe ich pünktlich die 12.000 Mark Kaution und Courtage bezahlt. Das muss sich um ein Irrtum handeln. Vielleicht haben Sie die Hausnummer verwechselt. Sowas kann doch vorkommen. In Ihrem Alter. Dann hätte wohl kaum eine Schlüssel gepasst, Gnädigste. Moment. Bitte.
Ihr passt. Also, nun bitte, verschwinden Sie ganz schnell mit Ihren Möbeln, sonst muss ich Sie leider wegen Hausfriedensbruch anzeigen. Dürfte ich Ihren Mietvertrag vielleicht auch einmal sehen? Aber gerne. Bitte. Ich fürchte, der feine Herr hat uns beide über den Tisch gezogen. Die Verträge sind identisch. Das ist doch, gibt's doch. Tatsächlich. Das ist ja unglaublich. Na, allerdings. Was machen wir denn jetzt? Ich kläre die Angelegenheit. Am 7, 9, 0, 3, 2, 4. Hallo, ich... Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Eine Frechheit. Der Anschluss ist bis auf Weiteres gesperrt. Bitte. Nicht erreichbar. Ja, da hat jemand seine Rechnung nicht bezahlt. Dann schlage ich vor, Sie benehmen sich wie ein Gentleman und räumen das Feld. Kommt leider nicht in Frage. Warum rufen wir nicht unseren Hausbesitzer an? Der müsste doch Bescheid wissen. Ich rufe meinen Hausbesitzer an. Ach, das ist doch derselbe. So. Sie? Hallo? Es tut mir leid, Frau Schubert. Herr Meier-Kannstein kommt erst morgen früh von einer Auslandsreise zurück. Kann ich ihm etwas ausrichten? Ich weiß nicht, ob... Moment. Schwierig, aber... Na gut, kommen Sie morgen Nachmittag um 15 Uhr vorbei. Aber seien Sie bitte pünktlich. Worauf Sie sich verlassen können. Auf Wiedersehen. Na, haben Sie was erreicht? Leider nicht. Herr Meier-Kannstein kommt erst morgen Abend von einer Auslandsreise zurück. Wir können ihn also erst übermorgen anrufen. Was, übermorgen? Ja. Tja, da bleibt uns vermutlich nichts anderes übrig, als das Haus, na, wenigstens bis übermorgen zu teilen. Aber Sie ziehen nach oben. Oh. Es wäre mir wirklich lieber, wenn Sie nach oben gehen würden. Schauen Sie doch, das ist ja eine Kriegsverletzung. Das Treppensteigen fällt mir außerordentlich schwer. Das tut mir leid, aber ich habe zwei schlimme Knie und einen noch schlimmeren Orthopäden. Außerdem, es handelt sich ja nur um zwei Tage. Das ist typisch. Da zieht man für seine Mitmenschen in den Krieg. Ja, ja, auch für Sie. Und Sie sind nicht einmal bereit, mir nur für 48 Stunden diesen klitzekleinen Vorteil zu gewähren. Sagen Sie mal, nennen Sie das Dankbarkeit? Hören Sie doch auf mit Ihrer militärischen Mitleidsmache. Die zieht bei mir nicht. Außerdem ist ja die Küche unten. Eben, eben. Na, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich einen Mann in meiner Küche herumwurschteln lasse. Eher hänge ich mich auf. Nur keine leeren Versprechungen. Wohin mit dem Bett? Aber bitte, bitte, kommen Sie in mein Erkerzimmer. Bitte dahin in den Erker, ja? Bitte. Und das Klavier? Kommt raus. Dass Sie mich für keinen großen Koch halten, das lasse ich ja gerne gelten. Aber gegen Musik werden Sie doch wohl nichts haben. Was meinen Sie, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, mit dem Blick in einen blühenden Garten zu musizieren? Sagen Sie mal, haben Sie keinerlei Verständnis dafür, dass man als Künstler Inspiration braucht? Sie, Künstler? Was sind Sie denn? Musiker? Also, nicht direkt. Na, sehen Sie. Also, ich verstehe immer nur, dass Sie in meinem Schlafzimmer Klavier spielen wollen. Und das kommt überhaupt nicht in Frage. Da, was soll mit dem Klavier werden? Was weiß ich. Stellen Sie es in den Keller. Was, in den Keller? Nur über meine Leiche? Gerne, gerne. Sollen wir es vielleicht bei uns in der Firma für Sie lagern? Ach, nee, nee, bloß nicht. Also gut, dann bringen Sie es erstmal nach oben. Na. Ich schlag mal vor, das machen Ihre Leute. Ja, tut mir leid, meine Herren, dass Sie so schuften mussten. Aber dieses alte Suppenhut, bitte. Danke. So, und vielen, vielen Dank. Und wollen wir hoffen, dass ich übermorgen nicht Sie wiedersehe, sondern Ihre Kollegen von der Konkurrenz. Ja, die werden wohl auch lieber wiederkommen. Bitte? Ach, übrigens, was das Trinkgeld anbelangt, sollten Sie sich mal ein Beispiel an Ihrem Hausgenossen nehmen. Na, so weit kommt's noch. Du, mein Paulchen, na, was sagst du dazu? Sieh dir mal alles gut an. Na, haben wir es nicht gut erwischt? Oh, mein Schatz. Und das eine, du. Ja, das verspreche ich dir. Wo wir erst einmal drin sind, da gehen wir nicht wieder raus.
dafür habe ich das Band, mein Engelchen. Und da lasse ich dich heute Abend bestimmt nicht rein. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. So, mein Päuschen. Nun komm und frisch mal. Ja. Und Frauchen lässt sich jetzt eine schöne heiße Wanne ein. Wo war denn noch mal das Bad, hä? Ne. Ah, da, ja. So. Ach, Gästeklub. Ach, du meine Güte. Das Bad ist um. Gut gemacht, Paulchen. So. Oh. Nochmal. Ruhe da oben. Wenigstens bis 9. Los, los. Na warte, sag ich dir. So. Und du machst weiter, bis ich wieder da bin. Verstanden? Oh, guten Morgen. Wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Moment. Wie bitte? Ob Sie wissen, wie spät es ist? Ja, es ist kurz vor 9. Wäre es nicht praktischer, Sie würden sich selbst eine Uhr kaufen, anstatt jedes Mal die Treppe raufzulaufen, wenn Sie die Uhrzeit wissen wollen? Wie dieser Krach. Wenn der Ach, Sie meinen Ihren Hund. Ach, wissen Sie, da bin ich tolerant. Nicht, solange es nicht zur Gewohnheit wird. Was, mein Hund? Na, der reagiert doch nur auf Ihr Geklimper mitten in der Nacht. Der Sonnenaufgang war heute um 5.30 Uhr, Nächste. Außerdem kann ich ja wohl in meinem Haus Klavier spielen, wann ich will.
In meinem Haus. Das wissen wir frühestens morgen, Nächste. Aber wo Sie schon mal den Weg in meine Gefilde gefunden haben, da will ich nicht kleinlich sein. Was halten Sie davon, wenn Sie sich gewissermaßen als Entschädigung für das musikalische Missvergnügen in meinem Marmorbad eine schöne heiße Wanne was einlassen? Was? Ich? In Ihrem Bad? Oh Gott! Das war ja nur ein Vorschlag zur Güte, ne? Ich mache Ihnen auch einen Vorschlag zur Güte. Wenn Sie noch ein einziges Mal zu den gesetzlichen Ruhezeiten in meinem Haus einen solchen Lärm veranstalten, dann schicke ich Ihnen die Polizei auf den Hals. In meinem Haus. Mein Stinkstiefel. Paul, du bist weiter. Verstanden? Was dagegen? Und sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Ich bekämpfe Ihren Kohlgestank. Machen Sie sofort diese entsetzliche Zigarre aus. Das ist eine Havanna, meine Verehrteste. Und die ist alles andere als entsetzlich. Also bitte, bitte. Selbst dem Hund wird schlecht. Doch was, der Köter drückt doch nur aus, was jeder zivilisierte Mensch weiß. Das Kohl stinkt. Raus aus meiner Küche! Raus! So was. Oh, ich bring den Kerl um. Mein Gott, wie spät ist es denn? Ach, auf den Gassen. So. Sie brauchen nicht abzuschließen, ich bin ja da. Mhm. Ja, wo soll's denn hingehen? Auf Wohnungssuche? Ich gehe spazieren. Ja? Ohne den Köter? Da stimmt doch was nicht, was? Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich will Klarheit. Und genau die kann ich Ihnen nicht geben, verehrte gnädige Frau. Ja, aber Sie können doch das Haus nicht an zwei Leute gleichzeitig vermieten. Nicht ich habe das Haus an Sie vermietet, sondern dieser Makler. Den Sie beauftragt haben. Dessen Opfer wir alle drei geworden sind. Ich doch genau wie Sie und Herr Brack. Och, mir kommen die Tränen. Außerdem, wer weiß, vielleicht handelt es sich ja nur um einen Irrtum, um ein Versehen. Ach, hören Sie doch auf! Das glauben Sie doch selber nicht. Der Mann hat alles doppelt kassiert. Courtage, Kaution. Und wir haben jeder von ihm einen funktionierenden Schlüssel bekommen. Ich werde die Sache auf jeden Fall überprüfen. Sie bekommen dann Bescheid. Bis dahin müssten Sie sich mit Herrn Brack schon einigen. Ja, aber... Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht einen von Ihnen auf die Straße setzen. Hm? Ihn könnten Sie schon. Einen älteren Herrn? Moment, die Ältere bin ich. Ich sag's Ihnen nochmal, liebe Frau Schubert, einigen Sie sich oder ziehen Sie meinetwegen beide aus. Ich kann das Haus jederzeit an jemand anderen vermieten, der mir weniger Ärger macht als Sie. So, und jetzt muss ich Sie leider bitten zu gehen. Einigen Sie sich oder ziehen Sie meinetwegen beide aus. Eine Frechheit. Das Taxi. Ja? Ein Herr Brack ist am Telefon. Soll ich durchstellen? Okay, stellen Sie durch. Meier Kahnstein, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Herr Meier Kahnstein, Brack hier. Konrad Brack. Ich habe da ein ziemliches Problem mit Ihrem Haus in der Akazienallee 53, in dem ich Mieter bin. Herr Brack, ich kenne Ihren Fall ziemlich gut. Ihre Mitbewohnerin war gerade hier. Ach nee, das habe ich mir doch fast gedacht. Naja, dann werden Sie auch denken können, dass ich im Moment keine Entscheidung für einen von Ihnen beiden fällen werde.
Und ich dachte, Sie sind ein ehrenwerter Geschäftsmann. Herr Prack, ich sage Ihnen jetzt genau das, was ich Frau Schubert auch gesagt habe. Entweder Sie ziehen aus oder Sie arrangieren sich mit der Dame, bis ich mich über den Fall besser informiert habe. Platz genug ist ja in dem Objekt. Auf Wiederhören. Entweder Sie ziehen aus oder Sie arrangieren sich mit der Dame, ist eine Frechheit. Dabei passt ihr so schön hierher. Sie haben ja vergessen, Ihre Kitschtruppe in Reih und Glied aufzustellen. Da können Sie mal sehen, wie friedliebend ich bin. Und im Gegensatz zu Ihnen bin ich übrigens auch ehrlich. Wieso? Herr Meier-Kanstein kommt leider erst morgen Abend von einer Auslandsreise zurück. Wir sollen übermorgen nochmal anrufen. Ja, ganz so verkalkt, wie Sie mich gerne hätten, bin ich noch nicht, gnädigste. Ich habe sicherheitshalber heute schon mal angerufen, als Sie gerade bei ihm raus waren. Und? Ich vermute mal, dass der feine Herr Ihnen auch geraten hat, sich mit mir bis zur Klärung der Angelegenheit zu einigen. Ja, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Das ist das erste vernünftige Wort, das ich von Ihnen höre. Ja, aber Sie bleiben oben. Ja, wenn Sie versprechen, Ihren Kohl nur noch bei geöffneten Fenstern zu kochen. Nur wenn Sie versprechen, keine Fingerübungen mehr von neun zu machen. Einverstanden. Und das Bad benutzen wir abwechselnd. Was, ich? Bei Ihnen? Und die Küche wird geteilt. Ich bei Ihnen. Ach. Aber wer? Sie setzen einen Fuß in meine Hälfte. Keine Angst. Ich habe keine Lust, auch nur in die Nähe Ihrer Kohltöpfe zu kommen. Ach, und Sie regen sich über Kohl auf. Haben Sie was gegen Knoblauch? Allerdings. Das ist ein Fehler, Gnädigste. Knoblauch ist das beste Mittel gegen Verkalkung. Gegen Verkalkung? Dann ist mir auch klar, warum Sie solche Mengen davon brauchen. Was gibt's? Ich finde, in Ihrem Alter sollte man früh ins Bett gehen. Warum sind Sie denn noch auf? Na, weil Sie das Bad viel zu spät freigegeben haben. Gegen unsere Verabredung. Dafür esse ich heute hier oben und Sie können Ihre Küche die ganze Nacht lang nach Herzenslust einstecken. So, und jetzt möchte ich gerne weiter fernsehen. Oder wollen Sie unseren mühsam erreichten Burgfrieden schon am ersten Abend gefährden? Was sehen Sie denn so Interessantes? Ich glaube nicht, dass ich mich darüber Rechenschaft schuldig bin. Ich also bitte. Na, hören. Bitte. Altes Ekel. Na, man darf zu diesem Kerl doch nicht nett sein. Darf's einfach nicht. Widerlich. Hoffentlich stolperst du darüber. Ankündigung für den Weltmeister. Oh. Halb fünf. Das darf doch nicht wahr sein. Los, oh. Kommen Sie schnell rein, gleich beginnt die erste Runde. Erstens stellen Sie sofort das Kampfgeheul auf.
Und zweitens verbiete ich Ihnen, Ihren Aschenbecher auf meinen Füßen zu entleeren. Ach, sowas. Sag mal, wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen jetzt vor dem Fernseher sitzen und zuschauen? Ja, einer weniger wäre mir lieber. Dieser Neandertaler-Sport, der sollte verboten werden. Wenn ich mich recht entsinne, hatten die Neandertaler Keulen und keine Boxhandschuhe. Ach, haben Sie dazugehört? Ich will Ihnen mal sagen, wozu dieses Boxen allenfalls gut ist. Um nächtliche Ruhestörer wie Sie aus dem Hause zu prügeln. Doch, Sie Sportbanaus sind denn? Sie! Na, Sie! Dieser Kerl! Oh. Nie wieder höre ich auf dich, wenn es um den günstigsten Weg geht. Wärst du so gefahren, wie ich es vorgeschlagen hatte, dann wären wir nicht in diesen blödsinnigen Stau gekommen und ich hätte den Boxkampf noch sehen können. Ja, ja. Wo ist denn Mutters Sekretär? Ich bin ausgezogen. Ihr könnt mich unter der Nummer 356-7854 erreichen. Oma. Geil. Wie bitte? Das gibt's doch nicht. Was? Ist sie wirklich weg? Unsinn. Ja, halt mal. Herr Prack, Telefon! Na, mich ruft mitten in der Nacht bestimmt niemand an. Auch gut. In der Kiste. Wieso denn? Ich gedenke nicht, mit jemandem, der mich heute Nacht beleidigt hat, weiterhin meine Küche zu teilen. Ihren grauenvollen Fertigkaffee können Sie sehr gut in Ihrem Marmorbad mit heißem Badewasser zubereiten. Wieso sind Sie eigentlich schon so früh auf dem Bein? Ich denke, Sie und Ihr Köter sind Langschläfer. Ja, glauben Sie, ich habe nach Ihrem unverschämten Benehmen noch ein Auge zugetan. Telefon. Ja, wollen Sie nicht rangehen? Mich ruft um diese Zeit bestimmt niemand an. Oh Gott. Hallo! Mutter? Ach. Sag, Mutter, bist du noch ganz bei Trost? Du kannst doch nicht einfach hier ausziehen, ohne uns zu informieren. Wie du siehst, kann ich das sehr gut. Wo steckst du überhaupt? Das geht dich überhaupt nichts an. Aber wenn es dich beruhigt, ich bin hier sehr gut untergebracht. Mutter, du sagst mir jetzt auf der Stelle deine neue Adresse. Und wenn du dich weigerst, besorge ich mir die Adresse über die Polizei und lass dich zurück nach Hause bringen. Notfalls mit Gewalt. Was hast du eigentlich dagegen, dass ich ausgezogen bin? Ist doch die beste Lösung. Mutter, du kannst nicht mehr alleine leben. Du bist zu alt. Begreifst du das nicht? Mach dir mal über mein Alter keine Gedanken, ja? Und bitte, verschone mich von jetzt ab mit deinen Anrufen. Aber Moment mal. Was ist denn mit dem Muttertag? Mutter? Was ist denn? Stell dir vor, die hat einfach aufgelegt. Muttertag. Paulchen, was machen wir mit dem Muttertag? Ja, da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen. Muttertag. Pass mal auf. Herr Prack, ich muss mit Ihnen reden. Da darf ich erst mal meinen grauenvollen Fertigkaffee machen. Oh, bitte sehr. Na und? Was machen Sie am Muttertag? Wann ist denn der? Meine Mutter lebt leider nicht mehr. Am nächsten Sonntag? Tatsächlich? Da habe ich Geburtstag. Also das ist doch wieder eine Ihrer typischen Frechheiten. Ausgerechnet am Muttertag müssen Sie Geburtstag haben. Ja,
Und den werde ich zum ersten Mal seit 48 Jahren alleine feiern. Und zum ersten Mal werde ich meinen Geburtstag genießen können, weil mir zum ersten Mal meine Familie nicht auf den Wecker fallen wird. Endlich kann ich mal so viel Kuchen essen, wie ich will. Und danach gibt es zum krönenden Abschluss eine besonders dicke Havanna. Die Ecken sind die mildesten. Und niemand wird mir irgendwelche Vorschriften machen, wie ich zu leben habe, um alt zu werden. Da alt bin ich doch sowieso schon. Na, Sie scheinen ja mit Ihrer Familie ein ähnliches Problem zu haben, wie ich mit meiner. Ach ja? Das ist auch das einzig Gemeinsame zwischen uns. Wissen Sie, meine Tochter, ja, die behandelt mich manchmal wie ein kleines Kind. Ach, das kenne ich. Wissen Sie, dass ich nur unter einer Bedingung in dieses Haus ziehen durfte? Ach ja? Ich bin Witwer, müssen Sie wissen. Und ich sollte ja nicht alleine leben. Na, die Bedingung ist ja wohl mehr als erfüllt. Nicht so ganz. Mein Sohn gibt mir zur Miete etwas dazu. Und dafür sollte eigentlich meine Schwägerin Hiltrud da oben ein Zimmer beziehen. Nichts dagegen, wenn Sie dafür ausziehen. Oder spielt diese Dame vielleicht auch Klavier? Hiltrud ist eine entsetzliche Person. Altjüngferlich bis zum Gehtnichtmehr. Aber ich kann mir schon vorstellen, warum mein Sohn ausgerechnet Hiltrud als Untermieterin für mich ausgesucht hat. Damit sie mich kontrolliert bei jedem Schritt, den ich tue. Auch manchmal, glaube ich, der hält mich schon für einen Pflegefall. Sie Ärmster. Wenn ich an diese Schreckschraube nur denke, kriege ich schon Pickel. Ja, aber warum haben Sie sich darauf eingelassen? Ja, ich dachte, ich lasse Hiltrud erstmal hier einziehen und dann kraule ich sie so langsam aus dem Haus. Ja, bei Ihnen ist mir allerdings klar geworden, dass so etwas schwerer ist, als ich dachte. So, wann sollte diese Hiltrud nun einziehen? Am nächsten Ersten. Wissen Sie was? Ich glaube, Sie sollten Ihre Verwandten samt Hiltrud zu Ihrem Geburtstag einladen. Sind Sie wahnsinnig geworden? Durchaus nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass wir beide ein Problem mit unseren Familien haben, das wir möglicherweise gemeinsam lösen könnten. Ach ja? Ach ja. Ein richtiges kleines Märchenschloss. Ja, leider von der bösen Hexe bewohnt. Jetzt reiß dich bitte zusammen, Wolf. Vergiss nicht, dass wir Mutter davon überzeugen wollen, zu uns zurückzugehen. Du willst das. In unser aller Interesse. Nun dürfen Sie kommen. Ja, ran an den Feind. Bitte? Sie sehen aber sehr gut aus. Darf ich Ihnen das Kompliment zurückgeben? Sie dürfen. Oh, herzlich willkommen. Hallo, Mutter. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Muttertag, Mutter. Vielen Dank. Ach, übrigens, das ist Konrad. Konrad Prack. Er hat heute Geburtstag. Na, wollt ihr ihm nicht gratulieren? Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Gleichfalls. Danke. Happy Birthday. Ja, was schaut ihr denn so? Naja, Ach so. Naja, Konrad und ich. Aber Liebling, schäm dich doch nicht. Wir leben zusammen. Ihr, wie? Hm? Ja, ich bin der Lebensgefährte. Ja. Was? Wir lieben uns. Und ich bin so froh, endlich Johannas Familie kennenzulernen. Ach so. Aber Mutter, davon hast du uns ja gar nichts erzählt. Wir wollten euch überraschen. Das ist euch gelungen. Ja, Konrad und ich, wir haben uns schon vor 2 Jahren kennengelernt. Nicht wahr, Konrad? Vor 2,5 Jahren, um genau zu sein. Er hat mich einfach angesprochen. Ja, und dann ging's weiter wie bei allen frisch verliebten Paaren. So, aber bitte. Bitte, jetzt geht in den Garten, ja? Ich komme gleich nach. Jetzt sind Sie da. Das seid ihr ja endlich. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Vater. Danke. Auch meinen herzlichen Glückwunsch. Danke. Bitte, Liebling. Jetzt lernst du endlich meine Verwandten kennen. Mein Sohn Richard und meine entzückende Schwägerin. Johanna ist meine Geburtstagsüberraschung für euch. Wie?
Ja, wir leben miteinander. Was? Ja. Ja, aber ich habe gedacht, ich sollte hier einziehen. Was? Bei uns? Oh, nein. Richard. Ach, wir stehen jetzt hier die Beine in den Bauch. Du kommst doch endlich rein, ne? So. Ja. Und ich stelle erst mal die Blumen ins Wasser. Ja, ja. Mein Papa, was ist denn dich gefahren? Ist doch viel zu alt für dich. Könnte glatt deine Mutter sein. Richard, Johanna ist mein dritter Frühling. Also ich verstehe überhaupt nichts mehr. Es war doch ausgemacht, dass ich hier mit dir einziehe. Ich habe meine Wohnung gekündigt. Ich habe angefangen zu packen. Jetzt soll das alles nur ein Scherz gewesen sein. Ja, was soll man machen, Hedrud, wenn man plötzlich seine große Liebe kennenlernt? Also, Wolf, ich verstehe gar nichts mehr. Dieser Mann ist doch mindestens 10 Jahre jünger als Mutter. Man will hoffen, dass er nicht nur hinter ihrem Geld her ist. Du meinst einen Heiratsschwindler? Man kann es zumindest nicht ausschließen. Das glaubt ihr doch selber nicht, dass Oma auf einen Heiratsschwindler reinfällt. Dazu ist die viel zu ausgeschlafen. In Omas Alter schläft man nicht mehr so viel, mein Junge. So, darf ich mal bekannt machen? Familie Hansmann. Das ist mein Sohn Richard und meine Schwägerin Hildrud. Guten Tag. Angenehm. 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 Liebling, hilfst du mir mit dem Lachs? Ja, gerne. Lachs? Keine Sorge, Renate. Den hat Konrad gekocht. Er ist doch so ein Verschwender. Aber nun müssen wir auch noch den Champagner holen. Champagner? Mhm. Komm, mein Liebling. Tja, ist ja schön, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Ja, wurde ja auch Zeit, oder? Was war Ihr Herr Vater eigentlich früher von Beruf? Mutter erzählt immer so wenig. Konrad war ein hoher Beamter beim Senator für Finanzen. Ja, er musste immer darauf achten, dass der Bürgermeister das Geld nicht zum Fenster rauswirft. Ach, das ist ja beruhigend. Als er in Pension ging, da lebte ja meine Schwester noch. Ach, die hat sich so auf einen schönen Lebensabend mit Konrad gefreut. Ach, er war verheiratet. Ja, sonst wäre ich ja wohl nicht auf der Welt, oder? Sie haben es fast bis zur goldenen Hochzeit geschafft. Leider nur fast. Na, amüsiert ihr euch gut? Ja, ja. So, und nun bitte, greift zu. Dankeschön. Bitte. Danke, danke. Alte scheint doch in Ordnung zu sein. Klingt alles sehr gut. Immerhin kriegt er eine gute Pension. So, nun setzt euch endlich hin. Ja, danke schön. Ja, danke dir. Und was machen Sie beruflich? Hm. Wollen wir nicht du zueinander sagen? Ich meine, wo wir doch durch Ihre Mutter meinen Vater quasi gewissermaßen... Naja, ist zwar etwas schnell, aber ich heiße Renate. Richard. Wolf. Hildrud. Hildrud. Prost. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, Renate. Ich bin Dermatologe. Ach, das ist ja interessant. Wolf hat da nämlich so eine Stelle am Handgelenk. Ach ja? Wolf, zeig Richard doch mal die Stelle. Ach, Renate. Ach, nun komm schon, zier dich doch nicht so. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen Hautarzt privat zu sprechen? Komm. Na gut. Hier. Die scheinen sich ja glänzend zu verstehen. Psst. Harmlos. Wirklich? Ich schreib dir was auf. Na, siehst du? Sag ich doch immer. Nein, Wolf, bitte nicht. Der muss noch fahren. Ich kann noch fahren. Auf dein Handgelenk, Wolf. Okay. Prost. 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 Na, schöne Kinder hat man in die Welt gesetzt. Da sagen Sie was. Das war wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank. Aber bitte, bitte. Papa.
Auf Wiedersehen. Und, was hast du für einen Eindruck? Oh Gott, ich bin natürlich nicht gerade begeistert. Ich meine, ich hatte fest damit gerechnet, dass ich hier einziehe. Aber soll er doch glücklich werden mit seiner Johanna. Herr Brack, ich habe den Eindruck, dass meine Schwiegermutter bei Ihnen in sehr guten Händen ist. Nochmals herzlichen Dank für den köstlichen Lachs. Bitte sehr. Herr Dr. Brack. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich meine natürlich Richard. Ich wollte nur sagen, du hast mir einen Riesenstein vom Herzen genommen. Man weiß ja nie, ob sowas nicht Hautkrebs ist. Ach. Na, Oma, bist du froh, dass du uns wieder los bist? Ja, etwas. Lass dich von deinen Eltern nicht unterkriegen. Nein, das habe ich von dir gelernt. Na, das ist gut. Tschüss. Tschüss, Oma. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Leo. Ja, eins muss man uns lassen. Hm? Im Lügen sind wir ein erstklassiges Team. Ja, das sind wir. Aber jetzt müssen wir uns leider der bitteren Wahrheit zuwenden. Mhm. Tschüss. Tschüss. Ja? Ist doch alles in Ordnung, oder? Ich kann ja gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Ich habe regelrecht das Gefühl, Mutter wird hier noch mal richtig glücklich. Schön. Und dieser Prack hat ja Gott sei Dank auch eigenes Geld. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass Mutter ihr Testament nicht ändert. Ach, entsetzlich. Wer wäscht das nun alles an? Ja, ist ja Ihre Küche. Hm? Moment, meine Verwandten haben nur die Hälfte davon dreckig gemacht. Also Sie waschen ab und ich trockne ab. Kann ich nicht lieber abtrocknen? Es ist meine Küche. Und ich habe gesagt, Sie waschen ab. Aber morgen darf ich abtrocknen. Hm? Wer sagt Ihnen denn überhaupt, dass Sie morgen wieder in die Küche dürfen? Und wenn ich heute Abend mit Ihrem Hund gehe? Das können wir auch gemeinsam machen. Was? Wir beide? Na, wir müssen doch mal die Frage klären. Wer bezahlt die Möbelpacker? Was, Möbelpacker? Welche Möbelpacker? Na, hören Sie. Das Haus muss doch endlich eingerichtet werden. Wir können doch nicht alles immer in der Diele stehen lassen. Nein, 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 nein. Haben Sie was dagegen, wenn ich mir zu diesem schwerwiegenden Gespräch meine Geburtstagszigarre anzünde? Nein, erst wird abgewaschen. Und dann? Dann gehen wir mit dem Hund spazieren. Und dann? Dann? Dann rauchen Sie in Gottes Namen Ihre verdammte Havanna. Das ist ein Wort. Ah, ja. Ja? Na, dann ist gut.